Hallo und willkommen zurück zu The Forest Staffel 2. Diesmal wieder mit dabei der Malchard. Hallo, hey. Was hast du denn da für einen Rock an? Ich habe einen Rocker. Oh. Ja. Oh, mach mal Screenshot und schick mir mal später. Also, Ich wusste gar nicht, dass ich nee. einen Rock anhabe. Warum hat er jetzt OneDrive geöffnet? Moment. Der hat mich gerade rausgeschmissen und OneDrive geöffnet. So, Okay. wo bist du? Wo bist du? Da bist du. So. Jupp, mit F12 war's. Genau. Mann, sieht das doof aus. Flugbegleiter, weißes T-Shirt, beige Cargo. Mein das. Ich glaube, das ist besser, oder? Ich nehme jetzt mal das. Ja, das ist Ja, auch das gut. ist deutlich besser. Ich muss auch was gestehen, das weiß nicht, ob du das schon in einer der fertigen Folgen gesehen hast. Ich habe versehentlich den Kamin einmal abgerissen. Den musste ich Ich einmal neu sag bauen. da jetzt mal Ja, ich nichts hatte zu. hier einen Knochenrahmen hingemacht und die Zeichnung von Timmy kann man ja irgendwie wohl an der Wände oder in hängen oder an in Gemälde in Rahmen hängen. Und ich wollte die Bilder da irgendwie raus haben und habe versehentlich dann alles abgerissen. Oh, Also Mann, nicht du bist alles, schlau. nur den Kamin. Aber guck mal. Oh, der Herr war fleißig. Ja, hier schön. Rahmen noch drumherum gezogen. Wo ist da? Jo. Ich brauch Fleisch. Da ist Fisch. Och, ich habe ja noch rohes Fleisch in der im Inventar. Ich nicht. Bevor das vergammelt, erstmal schön braten. Ein paar Bierchen sammeln. Also die Wand hier ist auch komplett fertig, wie man Das ist sieht. sehr nice. Obwohl ich mir da schon überlegt habe, ob man da nicht nochmal in kleinen Abstand noch eine weitere Steinmauer oder so ziehen kann. Mal schauen. Ich habe auch noch ein paar Höhlen entdeckt. Da müssen wir nochmal zusammen rein. Unter Also anderem warst du mit fleißig. dem Camcorder. Und die Keycard. Cool. Und auch noch einen weiteren Bauplan. Du könntest ja mal bei dir reingucken in die Baupläne, ob die vielleicht bei dir automatisch mit übernommen werden oder ob du die nochmal finden musst. Bei den Bauplänen, wo sind sie denn? Ganz Irgendwo hinten. wahrscheinlich. Ach da. Church, Ja, sagt Coffin Kreuz. und Cross habe ich. Ja, dann müsste, ja, ich hatte nämlich noch den Hängegleiter und den Turm gefunden. Uns fehlt aber tatsächlich noch einer. Okay. Wo ich immer noch nicht weiß, wo es den gibt. Aber der erste, der ist gar nicht mal so schwer zu finden. Also hier Hängegleiter und Turm. Da können wir auch gerne mal sonst hin. Einmal noch ein Chicory. Mal sehen, welchen nehme ich, den oder den. Oh, das kann alles so bleiben erstmal. Oh, da haben wir ja auch noch Fleisch. So, ich bin gut gesättigt. Freunde dürfen jetzt ja hier erstmal nicht auftauchen. Es kann sein, wenn wir wieder zurückkommen, dass dann vielleicht ein, zwei hier wieder rumstreunern. Ja, Gott. Ich hatte nämlich auch schon überlegt, den Baum hier vorne, dass wir den stehen lassen. Und da eine Plattform ranbauen. Und hinter dem Zaun dann auch nochmal. Und dass wir das mit einer Zipline verbinden, dass falls wir mal nicht schnell genug zu einem Tor kommen, dass wir mit einer Zipline noch rüber können. Das ist eine coole Idee. So, heute ist dann mal Wandertag. Mal eben schnell einmal meine Axt upgraden. Ach ja. Ich wollte meine. Na, schneller machen kann ich sie nicht, aber ich kann sie ja noch bezahnen. Also ich habe einiges entdeckt. Ich habe auch das Cockpit entdeckt. Okay. Das kann ich dir dann alles mal eben zeigen. Obwohl, vorher würde ich gerne einmal eben zur Yacht rüberschwimmen. Ob die Keycard da vielleicht für ist. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ich weiß wohl, dass es noch eine Tür in der Höhle gibt, die man damit auch öffnen kann.
Ja, dann lass mal baden gehen, wa? Und ich würde ja gerne das mal ausprobieren, was in den Kommentaren stand, dass wir uns ein größeres Floß bauen, um da... Da wäre ich auch für. Vor allem, ich hatte das ja selber auch nochmal kommentiert mit meinem YouTube-Dings, dass wir das in einer der nächsten Folgen bestimmt mal machen würden. Weil die Idee ist geil. Ja. Okay, die Karte hier ist nicht für die... Die Keycard ist nicht hierfür. Und dafür bin ich jetzt hierher geschwommen. Ja? Na warte, ich krieg dich. Nein! Geh weg! Hau ab! Ja, vor allen Dingen hier ins Wasser springen, wo man weiß, dass da hinten irgendwo zwischendurch ein Hai rumschwimmt, ne? Ja. Das ist eher nicht so intelligent. Aber ich freue mich auch schon immer wieder, wenn dann Kommentare kommen, wie zum Beispiel... Bei dir ist ein Hai. Ich bin aus dem Wasser mal raus. Hallo, Hai. Alter. Jetzt musst du dir das mal vorstellen mit einer VR-Brille. Bringt eigentlich gar nichts, weil wir den hier jetzt versuchen zu beschießen. Oh, dieses blöde Viech. Hau ab! Geh weg. Warum mache ich jetzt mal das Buch auf? Kannst du mir das mal verraten? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil wir beide manchmal etwas speziell sind. Das war jetzt sehr gewählt ausgedrückt. Für manchmal ist es einfach strunzdoof. Du hast durch, bla bla bla. Ja, ist ja gut. Eine Cola, yeah. Dann geht das. Ganz schnell an Land. Mhm. Ja, was wollte ich gerade sagen? Ach genau, ich freue mich auch jedes Mal, wenn da so Kommentare kommen, wie dass man tatsächlich auch noch ein bisschen was lernt über The Forest beim Gucken von den Videos. Da weiß ich dann, da haben wir alles richtig gemacht. Und selbst wenn wir... Lernen. Bitte? Von uns was lernen, da kann ja nicht gehen. Und selbst wenn es einfach nur ist, wie man es halt nicht macht. Ja. Wie zum Beispiel jetzt das mit dem Hai. Ja, und so, Freunde, wird es nicht gemacht. Hä? Ach, da hinten bist du hingerannt. Ach, Entschuldigung, ich dachte, das hättest du gesehen. Ja, ich war mal wieder verwirrt und blind. Macht ja nichts. Hallo Eichhörnchen. Alles wie immer. Und ich sehe gerade in OBS, bei mir ist bei Steam von einer Gruppe was aufgepoppt. Warum auch immer das in OBS wieder drin ist. Ich hatte eigentlich die Drittanbieter oder die ganzen Meldungen eigentlich ausgeblendet. Okay. Hä, wo steckst du denn? Ich bin hier über die Klippe einmal rüber. Ach, du bist oben rum. Ja. Ich laufe doch nicht komplett drum rum. Ja, dann renne ich jetzt mal nach oben. Hm. Ich schau mal, ob ich hier noch was zu futtern finde. Oh, Bären. Okay, Ausdauer sagt gerade so, nö, hör auf zu rennen. Da ist er ja. Ich habe auch in der Nähe von unserer neuen Basis einen Fischteich noch gesehen. Den hatte ich uns, glaube ich, auch mal markiert. Mit zwei Lampen. Ja, ich glaube, da warst du noch mit dabei. Kann gut sein, ich weiß es nicht. Da habe ich auch schon überlegt, ob man da nicht mal so eine Art Wanderweg hinmacht. Und dass wir dann da regelmäßig auch Fische uns holen können. Ist eine Idee. Ach, oh Freunde. Hi. Und tschüss. Kein Wunder, dass sie sich hier so ausbreiten. Und weiter. Da vorne ist eine blaue Flagge. Da müssen wir hin. Ja, prügelt sich schon wieder. Unfreiwillig. Klettert der im Baum einfach hoch. Bist du ein schlechter Lügner. Diesmal wirklich unfreiwillig. Ja, ja. Ich habe nämlich keine Rüstung. Ich auch nicht und ich prügel mich nicht.
Und ich bin in der Nähe, also. Ja, der stand auf einmal hinter mir. Ach Gottchen. Wir waren hier, wo wir hier den Höhleneingang für die Unterwasserhöhle gesucht haben, nämlich fast richtig. Okay. Wir haben es einfach wirklich minimal einmal übersehen. Beziehungsweise wir waren einfach nur ein ganz paar Meter zu weit entfernt. Oh, Ausdauer. Und das soll ein Survival-Experte sein, den man spielt. Ja. Der nach 10 Meter Sprinten K.O. ist. Oder so. Warum stehen hier auf einmal wieder so viele Totems? Skull Collectors. Und noch ein Skull und Boost. Boost ist Du hast nicht gut. zufällig noch ein paar Leichenteile dabei? Schleppe ich so eigentlich nicht mit mir rum. Ich kann dir zwei Köpfe anbieten, Schädel. Hätte ja sein können. Ich wollte nämlich gegebenenfalls sonst hier einfach ein Totem aufbauen. In der Hoffnung, dass die dann sich hier nicht ganz so sehr mehr ausbreiten. Können wir da auch einen normalen Schädel? Ja, das geht auch. Ach, cool. Und vielleicht noch so eine Schädellampe hier, wa? Obwohl nach. Nee. Jetzt muss er erstmal ein paar Schädel noch aufhängen. Hat schon was. Oh, das erinnert mich an eine Doku, die ich mal gesehen habe. Über Nur so. nicht den Kopf hängen lassen oder was? Nein, nein, so über indigene Völker. Ah. Da gibt's irgendwo da. Ich meine, irgendwo Richtung Südamerika war das. Da gibt es einen Stamm, die teilweise noch ihre Tradition aufrechterhalten. Die, das sind sogenannte Kopfjäger. Dann haben sie da noch gezeigt, so von ihren Vorfahren. So teilweise so Trophäen. Dass sie da so Totenschädel haben, aber die sehen dann so eher so schwarz aus, weil die werden irgendwie noch extra behandelt. Also das fand ich ganz interessant. Daran erinnert mich sowas eigentlich immer. Ich bin hier unten schon mal am Strand. Ja, ich bin gleich da. Ich habe nur mal eben zwei Lurchis gehäutet, weil die hatten sich hier festgebackt. Ach so. Und die musste ich beide befreien. Befreien. Schon Ja. klar. So, wo haben wir denn? Bäh. Freunde, lass das. Du hast Besuch. Du hast viel Besuch. Tach. Die anderen trauen sich nicht. Die gucken nur zu. Na, möchtest du deinen Kumpel abholen? Der kleine Kevin möchte aus dem Spieleparadies abgeholt werden. Headshot? Nice. Habe ich noch Haarspray? Ja. Dann hat sich das gleich erledigt mit, keine Rüstung. Oh, ich bin blutüberströmt. Was machst denn du für Sachen? Im Blut baden. Ich bade im Blut meiner Feinde. Wusstest du das noch nicht? Ist klar. Ich trage heute ganz klassisch Lurch. Mit einem Hauch von Blatt? Ja. Nee, bei dir ist kein Blatt zu sehen. Du bist dreckig, geh dich mal waschen. Ich war doch gerade erst. Dummer Vogel. Da sind auch noch ein paar Knochen.
Oh, dann gönne ich mir mal hier ein bisschen. Ich gönne mir erstmal ein paar Knochen. Und so, liebe Kinder, vertreibt man Eingeborene. Einfach mit Haarspray drauf und mit einer Axt. Oh, jetzt bin ich ja. Diesmal bin ich zu weit gerannt. Mann, bin Da ich bist du zu doof. weit gegangen. Oh. Ich weiß, der war flach. Okay, wie kommen wir hier am schnellsten rüber, ohne Floß? Ja, ich bin hier mit dem Floß das letzte Mal rüber. Und hast vergessen, wo du das Floß geparkt hast. Eins parkt bei der Basis und eins parkt irgendwo da ganz weit hinten. Einmal Ausdauer. Ausdauer, Ausdauer. Habe ich noch was für Ausdauer? Jetzt ja. Das Tauchgerät kann ich auch schon mal anlegen. Ja, das ist eine gute Idee. Hallo Vögelchen. Tschüss Vögelchen. Na dann. Juhui. Ich hoffe einmal, dass hier kein Hai kommt. Und dass bei The Forest 2, bei Sons of the Forest, die Unterwassereffekte noch etwas besser geworden sind. Weil ich finde, wenn man die Ozeanqualität komplett hochgestellt hat, das sieht. Der Wellengang und so, das sieht fantastisch aus. Ja. Aber unter Wasser, weiß nicht, das sieht dann nicht so schön aus. Ja, das Unterwasser ist echt ein bisschen mau. Es kann gut aussehen, vor allen Dingen, wenn man das auf Mittel oder Niedrig stellt. Aber ja, weißt du, glaube ich, was ich meine. Ja. So, jetzt Also muss ich geil ist einmal wahrscheinlich nicht. mich orientieren. So, von hier aus. Ah, ich sehe es schon. Das ist nämlich ganz schwer nur zu sehen. Da schwimmt nämlich ein kleines Brett. Ich hoffe, ich bin hier nicht schon dran vorbei. Da sehe ich es ja. Und einmal nach unten. Wo ist denn hier der Eingang? Ach, hier. Gut, dass wir Sauerstoffflaschen haben, ne? Oh ja. Jetzt musst du dir vorstellen, hier ohne Sauerstoffflasche runter. Es ist eine nicht so geile Idee. Und zum Glück haben wir genug auch Vorrat noch Oh dabei. ja. Hier kalt, du bist nass, bla bla bla. Ja, Freunde. Ah, und ich habe auch kaum noch So. Batterien. Ich habe gar keine Batterien, also stell dich nicht so an. Na. Oh, dann Oh, einmal schön muckelig warm. hier runter. Ich hätte hier vielleicht Ich habe mal ein ein. Feuerzeug. Ja, das habe ich auch. Das unendliche Big. Na gut, die Dinger halten ja auch ewig und 3 Tage, ne? Obwohl, jetzt ist es ja ein Gill. Big Gil, wo ist denn da der Unterschied? Im Namen. Ah, dein Ernst? Ja, du hast gefragt, ich habe geantwortet. Alter. Ah, hier sind noch ein paar Armbrustbolzen. Was ist das hier alles? Das ist hier Ja, sehr das gruselig. ist krass, ne? Und hier müssen irgendwo die Baupläne liegen. Ich habe die nämlich schon. Ich glaube, ich habe sie gerade gefunden. Oh, das sind stabile Haufen Papiere.
Kann ich die anzünden? Schau mal eben. Ah, den Gleiter. Und den Turm müsste es sein. Es müssten zwei gewesen sein. Nee, ich habe nur einen. Ich habe nur den Gleiter hier gefunden. Weil ich habe 1 von 4, 2 von 4, 3 von 4. Irgendwo müsste dann hier eigentlich auch noch der Turm sein. Ich kann ja mal eine Fackel machen, dass wir hier mal ein bisschen mehr sehen. Hier mal schauen, was sagt das Buch? 1 von 4. 2 von 4. 3 von 4 habe ich noch nicht. Muss ich hier mal sonst umgucken? Ja, also hier drin hatte ich nämlich eben das Dings gefunden. Weil hier vorne lagen nämlich auch noch gerade Armbrustbolzen. Hatte ich. Das ist ja seltsam. Oder das war doch woanders. Eigentlich nicht. Ja, ist ja nicht so schlimm. Aber kann auch sein, dass ich mich da jetzt wirklich irre. Ja, aber hier ist definitiv nichts mehr. Du, ich sag mal, notfalls kann ich die anfangen zu bauen und dann kannst du ja so mitbauen. Ja. Das soll das Problem ja nicht sein. So, mal eben ein Schlückchen nehmen. Ein kleines Kaltgetränk. Oh, ich habe ja noch Fleisch. Hüsterle. Also ich trinke lieber ein aromatisches, koffeiniertes Heißgetränk. Ich mache mir noch mal was zu essen. Okay. War das? Hier oben war der Turm. Ach, hier oben. Okay. Aber auf jeden Fall war das die richtige Höhle. Ja. Jetzt mal eben warten, bis das Essen fertig ist. Ja, kein Thema. Wie viele Knochen habe ich eigentlich? Oh, für genau ein Rüstungsteil. Gönn dir. Es gibt frischen Lurch. Ich habe 2 Stück extra raufgehauen. Ja, cool. Irgendwie konnte ich mich gerade nicht vorwärts bewegen. Ich hing an der Feldspalte. Heute auf der Speisekarte Lurch. Marke extra. Jetzt den ganzen Weg wieder raus hier. Juhui. La 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 la. Ich habe auch Wildschweine gefunden. Okay. Und das nicht im Schneegebiet? Sehr nah am Schneegebiet. Ne? Und du weißt ja, ne? Abends soll man nicht so viel essen, also nur 2, 3 Wildschweine. Nur 2? Das ist jetzt die andere blaue Markierung. Da ist das Ufer. Da. Jetzt ganz schnell dahin in der Hoffnung, dass einem nichts wegsnackt. Ja, eigentlich können wir da mal nächtigen. Ah, wir können auch notfalls die Nacht durchmachen. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, wir könnten da nächtigen, weil ich müsste mal eine kleine Pause einlegen. Ach so, ja, dann bauen wir uns doch mal eben kurz ein Mini-Shelter. Ich hoffe, oh, ich hatte genug Stöcke dabei. Ah, fast. Fast. Haben wir noch genug Stöcke, noch genug Baumaterial für ein Feuerchen? Brauch nur 4 Stöcker. Oh, nice. Also, ja, ich erfriere nämlich gerade. Hallo Vogel. Schießvogel. Vogel kaputt.
Ja, toll, und dafür bin ich jetzt voll Blut gewesen. Ja, super. Aber jetzt haben wir es ja wieder muckelig warm. Dann können wir ja mal eine Runde knacken. Ja, Moment. Mein Vogel, der bevor der verbrennt. Ah. Wo ist er? Weg. Da ist er ja. Bevor der verbrennt, wollte ich den eben einmal futtern. Ja. Dann einmal schlafen. Ah, ne, diesmal müssen wir vorher speichern. Das Ding zerfällt ja. Ja, ja. So, einmal gespeichert. Und einmal pennen. Und einmal pennen. Na dann, gute Nacht und bis gleich. Bis gleich.